So und Servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um eine GoPro-Kaufberatung. Also nehmt euch etwas Zeit, denn es geht um euer Geld. Seht schon, ich habe meine Gurkentücher reaktiviert für euch extra. Und zwar folgendes. In diesem Video geht es jetzt nicht direkt darum, um die neue GoPro, sondern ich erzähle jetzt einfach mal aus meiner Sicht, meine Erfahrungen mit GoPro, denn ich habe die GoPro, benutze ich schon seit ungefähr 7 Jahren oder mehr, und meine erste GoPro war die GoPro Session. So eine wunderschöne kleine Büffel ohne Display, das war auch bis jetzt mein Favorit. Und in diesem Video erkläre ich euch jetzt, warum ihr euch vielleicht nicht die neue GoPro 12 kaufen solltet oder warum dann vielleicht auch die neue GoPro 12 für euch geeignet ist. Also man muss erst einmal sagen Folgendes, wenn man sich eine GoPro zulegt, dann kostet immer das neueste Modell, ist natürlich das teuerste, die kostet 450 Euro. Und immer wenn die neueste GoPro erscheint, ist das ältere Modell, in dem Fall filme ich jetzt hier mit der GoPro 11, auf Amazon und sonst wo überall massiv reduziert. Jetzt gab es das vor einer Woche bei, ich glaube, Mediamarkt oder sowas, die GoPro 10 für 300 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für 300 Euro ist das voll okay, eigentlich schon fast geschenkt, für das, was diese Kamera zum Beispiel kann. Und es ist so, man muss sich erst einmal vor Gedanken führen, was willst du überhaupt mit deiner GoPro machen? Wenn du jetzt halt nur solche Videos wie ich machst, weil zum Beispiel, wo du jetzt hier filmst, wie ich mit euch diskutiere, brauchst du da wirklich eine GoPro? In dem Fall jetzt hier auf dem Balkon ist es ziemlich cool, weil du kannst auch gegen die Sonne filmen und erkennst trotzdem mein dummes Gesicht. Ne? Das kannst du jetzt nicht irgendwie mit einer Handykamera machen oder so, da kommt nichts dabei raus. Dann musst du ja auch noch Folgendes denken. Hast du überhaupt die Hardware, um diese Videos zu bearbeiten und zu schneiden? Wenn du jetzt Videos aufnimmst mit 5K beispielsweise und 30 Bilder pro Sekunde, ich will ganz ehrlich sein, dann brauchst du einen modernen PC, der das unterstützt. Denn nicht jede Grafikkarte kann einfach mal 5K Videos wiedergeben. Genauso gut kann auch nicht jeder PC 4K Videos wiedergeben. Mein alter Gaming Laptop zum Beispiel, der konnte keine 4K Videos schneiden. Es ging einfach nicht. Die GPU hat das nicht unterstützt. Und dann konnte ich dann nur quasi Full-HD-Videos drauf schneiden. Ne? Das muss man sich auch schon überlegen, ob man das dann überhaupt, was man produziert, verarbeiten kann oder ob der Kauf dieser Kamera mit wiederum neuen Kosten verbunden ist. Ne? Das denken viele nicht. Wenn sie die Kamera, denken, sie kauft die neue Kamera, macht das und das, stellt dann aber fest, hey, ich kann das ja gar nicht verarbeiten. Ne? Dann Folgendes, wenn du dir eine Kamera kaufst, dann bleiben die Kosten nicht nur bei der Kamera. Du brauchst auch Zubehör, um die vernünftig nutzen zu können. Jetzt hier zum Beispiel habe ich die Kamera auf einem Stativ. Das habe ich günstig bekommen, für 50 Euro gebraucht, war es mir voll und ganz wert. Ich glaube, so ein Kamerastativ kostet schon 150 Euro oder 250 aufwärts, das was ich da habe. Weil das hat schon verdammt viele Einstellmöglichkeiten. Dann gibt es auch noch günstigere Möglichkeiten natürlich, zum Beispiel das hier. Das ist eigentlich der Hammer. Das kostet, hat 12 Euro gekostet oder so, hat Fuß und man kann es außen abfahren und du hast hier auch noch einen, Moment, Magnetverschluss. Also das ist praktisch und für 12 Euro oder was es gekostet hat, ist das, finde ich, mega geil. Na, das ist Zubehör, das kostet Geld. Außerdem ist noch Folgendes zu beachten, wenn du jetzt eine GoPro kaufst, dann kannst du, sagen wir mal, 50 Minuten filmen ungefähr. Ich muss mal die Kohlen abrabbeln. So. Die kleine Schießer mag nicht so richtig. Auf jeden Fall Folgendes. Du kannst 50 Minuten filmen
Wenn dir das reicht, um jetzt Aufnahmen zu machen, ist das kein Problem. Aber wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist, auf einer Veranstaltung, sei es auf Festivals oder sonstiges, dann wird dir das hinten davon nicht reichen. Also ist die GoPro wiederum mit weiteren Kosten verbunden. Das heißt, in diesem Fall zum Beispiel, du brauchst mehrere Akkus. Das ist zum Beispiel hier eine Station, da sind drei Akkus dabei. Dann kannst du die aufladen. Du musst auch bedenken, das sind jetzt No-Name-Akkus, die halten bei weitem nicht so lang wie der GoPro-Akku. Der GoPro-Akku kostet auch um einiges mehr. Ne? Also musst du da entweder wieder tief in die Tasche lang oder Abstriche machen. Ne? Dann gibt es eine Alternative, die ich oft benutzt habe, ist, ich habe einfach eine kleine Powerbank mitgenommen und habe die an die GoPro gehängt. Du kannst ja auch filmen, während du die Kamera lädst. Das ist kein Problem. Es ist vielleicht etwas unhandlich, aber es ist möglich. Ne? Also stellen wir jetzt fest, wenn du dir eine GoPro zulegst, dann bleibt das nicht nur bei die 450 Euro, sondern das kann auch mal schnell auf 550 hochgehen oder 600. Und wenn du jetzt sagst, du brauchst noch einen Schutz zum Beispiel, wie der hier, so einen Gummischutz oder irgendwas für Sturz oder so, was ich eigentlich nie benutze, ich habe nochmal aus Spaß in der Folge gekauft, hast du auch noch ein paar Kosten mehr. Na, das muss dir immer klar sein. Dann, wenn du weißt, was du mit deiner Kamera machst, nehmen wir an, du machst jetzt seit Action-Szenen. Du bist jetzt einer, der Downhill fährt mit deinem Fahrrad, ne? So. Jetzt musst du dir Folgendes überlegen. Du brauchst natürlich eine gewisse Stabilisierung und Qualität, damit das Video, das du produzierst, nach was ausschaut. Aber würdest du wirklich deine 450-Euro-Kamera auf dem Fahrrad draufschnallen, wo du weißt, hey, du überschlägst dich vielleicht später oder irgendwas, ne? Wäre vielleicht aus meiner Sicht angebracht, ein Modell zu nehmen, also eine ältere Generation, das günstiger ist, vielleicht nicht so die ultimative Stabilisierung hat, aber wenn sie zerstört wird, kannst du dir wenigstens, hast keinen Totalausfall und kannst dir wieder eine neue kaufen und musst nicht wieder eine für 450 oder so kaufen. Ne? Das sollte man auch immer beachten. Natürlich ist die Kamera auch sehr klein und handlich und kann auch mal verloren gehen. Viele GoPros gehen verloren, sei es beim Surfen, beim Skifahren. Ich kenne jemanden, der hat sie beim Snowboardfahren verloren. Ne? Die findest du halt im Schnee auch nicht mehr wieder. Dann geht es weiter und zwar, wie gesagt, du brauchst ja, wenn du schneiden tust, einen gewissen PC. Sagen wir mal, du musst 5K-Videodateien bearbeiten. Ne? Also ich sage es ganz ehrlich, ich habe einen Ryzen 12 Kern und eine GeForce GTX 1070. Wenn ich ein Video rendern do mit 5K, mit 30 Bildern pro Sekunde, dann schafft mein PC ungefähr in der Sekunde 20 Bilder. Also weißt du ungefähr, wie lange das braucht, um ein Video mit einer Stunde zu rechnen, die du das hochrennest. Wenn ich in 2,7K film du mit, egal ob es mit 60 Bildern oder mit 120 Bildern, dann, und das Video, das fertige Video rendern mit 60 Bildern, dann schafft der PC ungefähr 58 Bilder pro Sekunde. Ne? Und wenn du jetzt einen leistungsschwächeren PC hast, aber einen modernen, der quasi die GPU diese ganzen Videoformate unterstützt, dann kannst du dir auch denken, wie viel länger das dauert. Auch du musst Folgendes beachten. Braucht man jetzt bei so einem Video wie hier unbedingt 60 Bilder? Nee, aber ich muss in 60 Bildern aufnehmen, weil die Kamera gar nicht mehr weniger unterstützt in der Auflösung. Ich nehme jetzt hier in 2,7K auf mit 60 FPS. Bei der GoPro 7 konnte ich doch mit derselben Auflösung mit 30 FPS aufnehmen. Na? Also hat man quasi wieder einen gewissen Mehraufwand, mehr Arbeit. Zum Wohl. Deshalb meine Empfehlung an euch. Macht euch folgende Gedanken. Überlegt erstmal genau, für was wollt ihr die Kamera einsetzen. Sagt euer Budget, was wollt ihr maximal ausgeben. Und wenn ihr sagt, ihr braucht unbedingt das Neueste und das Beste, dann kauft euch lieber ein älteres Modell. Eine GoPro 11, eine GoPro 10 oder vielleicht eine gebrauchte GoPro 7 auf eBay. Ne? Die sind ja nicht unbedingt wenig auf dem Markt, da gibt es immer gebrauchte Dinge. Und was auch noch wichtig ist, finde ich, und noch was mir gerade auffällt.
Und zwar, ich habe jetzt 15 Minuten aufgenommen, dieses Video, was ihr jetzt anschaut. Und in diesen 15 Minuten, obwohl die Kamera am linken Seite der Gehäuse offen ist, damit mehr Wärme entweicht, ist sogar die Elfer jetzt ziemlich heiß geworden. Natürlich muss man sagen, die Sonne scheint noch ein wenig drauf, ne? Das macht etwas. Aber Fakt ist, die Kamera hätte wahrscheinlich in 10 Minuten ausgeschaltet. Ne? Das müsst ihr auch wissen. GoPro bekommt diese Hitzeprobleme nicht wirklich in den Griff. Sie werden besser und besser, aber hätte ich jetzt hier mit 5K und 30 Bilder aufgenommen, dasselbe Video, ich garantiere euch, die Kamera wäre aus. Ich hätte die 15 Minuten nicht durchgehalten. Ne? Das müsst ihr euch merken. Und diese Kamera hier hat auch keinen Defekt, denn die ist nagelneu. Die ist mir nämlich von GoPro vor einer Woche zurückgeschickt worden, weil eben diesen Bluetooth-Chip, ich hatte da einen Defekt und da wurde die mir ersetzt. Ne? So. Und das müsst ihr auch noch beachten. Da werdet ihr damit, wenn ihr eine lange Videoaufnahme machen müsst, für 2 Stunden oder so, dann ist wahrscheinlich eine andere Kamera besser. Ich habe auch noch nie eine Zeitrafferfunktion über mehrere Stunden laufen gelassen, ne? Weil ich dachte mir, das brauchst du gar nicht probieren, die Kamera schaltet eh ab. Aber ich habe es noch nie probiert, wohlgemerkt. Was auch noch sehr wichtig ist, ist Folgendes. Jetzt hat ja die neue GoPro 12 wieder gewisse Features. Beispielsweise kannst du jetzt ein Video aufnehmen, wo mehr im Hochkantformat ist, ne? Wo du jetzt zum Beispiel beim Snowboarden mehr deine Beine siehst und etwas mehr vom Himmel. Ne? Das ist zwar schön anzusehen, aber du musst bedenken, haben wir denn oder dein Fernseher zum Beispiel oder dein Monitor am PC, an dem du die Videos wahrscheinlich guckst, ist ja nicht hochkant wie ein Handy, wenn du das so hochkant schaust. Ich schaue nie hochkant, ich schaue immer quer. Und der Fernseher ist ja auch nicht hochkant. Und wenn du solche Videos dann produzierst, filmst und schneidest, willst du wirklich ein Video erstellen, das links und rechts einen schwarzen Rand hat? Wer guckt sich denn das an? Also bist du dann wieder gezwungen, in das Video reinzuzoomen und hast dann quasi auch diese Beine von dir wieder abgeschnitten und den Himmel auch. Na, deshalb ist das vielleicht für jemanden selber, der jetzt sich beim Skifahren filmt oder so, interessant. Für die meisten anderen aber eher nicht. Denn wenn ich ein Video sehen würde, wo links und rechts schwarz ist, das würde ich mir wahrscheinlich nicht anschauen. Das würde ich wegklicken auf YouTube. Ne? Sag ich so, wie es ist. Und dann muss ich auch noch Folgendes denken. Meistens solche Sportvideos schauen sich ja man nur selber an. Man macht es ja für sich selbst und nicht für andere. Auf YouTube zum Beispiel sind solche Sportvideos eher, wo zum Beispiel, wenn ich jetzt halt Snowboard fahren würde, einen Berg runterfahren würde. Würdet ihr euch das angucken? Wäre das für euch interessant? Wohl eher nicht. Ne? Also macht man es dann doch eher für sich selber. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist, wie oft schaust du es in deinem Leben noch an? Ne? Ich zum Beispiel nutze die GoPros ziemlich unterschiedlich. Ich mache solche eher langweiligen Videos damit. Ich mache aber auch zum Beispiel Cosplay-Videos, wo die Kamera wilde Kamerafahrten macht. Dann benutze ich sehr gerne die Time-Warp-Funktion, weil ich die ziemlich cool finde. Das heißt, du kannst, wenn du spazieren läufst, durch eine Stadt zum Beispiel, das Ganze ohne größtenteils, wie nennt man das, Ruckler aufnehmen, wo die Kamera einfach durchrast. Das ist ein ziemlich cooler Effekt, den liebe ich an der GoPro. Und an der GoPro kannst du auch noch immer gegen die Sonne filmen, das ist sehr gut. Und du kannst auch im Dunkeln einigermaßen gut filmen, ne? Was auch wieder ein Vorteil ist. Und da muss jeder für sich selber abwiegen, brauche ich jetzt das neueste Modell? Habe ich überhaupt die Hardware, um das zu verarbeiten? Oder tut es vielleicht ein älteres Modell? Ne? In diesem Sinne, ich hoffe, das Video war für euch interessant. Ich selber werde mir die GoPro 12 nicht kaufen. Ich werde vielleicht die 13 oder 14 mal kaufen, wenn sie ein gewisses Feature bietet. Wo ich sage, jawohl, das ist es mir wert. Das interessiert mich. Damit kann ich was anfangen. Ich selbst bin mit der GoPro 11 zufrieden. Und noch was, und zwar Folgendes. Es gibt bei GoPro einen gewissen Service. Und zwar, da kannst du irgendwie ein Abo abschließen und dann hast du dann Cloud-Speicher und Reparaturservice. Ne? Und sozusagen, oder unkomplizierter Austausch wird es genannt. Und aufgrund meiner Erfahrung sage ich erstmal Folgendes. Ich habe das jetzt einmal genutzt. Das mit dem Cloud-Speicher halte ich für absoluten Müll. Ich kenne auch niemanden, der diesen Mist nutzt. Cloud-Speicher ist für mich, das ist wirklich unnütz, das kriegst du überall hinterhergeschmissen und die meisten nutzen eher einen Google Cloud Speicher als Google Drive oder so. Was hast du denn davon, wenn du 10 verschiedene Cloud-Anbieter hast? Ne? Also, dann zweitens, wenn du unterwegs bist und du dir dahin in deine Cloud laden willst, wenn du campst jetzt und willst ein Video in deine Cloud laden,
Willst du wirklich die 4K-Dateien mit deinem Handy hochladen und deine Datenflatrate komplett aufbrauchen? Denn da hast du mal schnell 10, 20 GB zusammen, ne? Und noch was zum Austausch mit unkompliziert, also so wie es GoPro bewirbt. Die GoPro 11 bei mir hat folgende Defekte gehabt, und zwar folgende. Der neue Akku dabei war, dieser Ultra-Akku irgendwas, wie der heißt, der war nach kürzester Zeit kaputt. Den haben GoPro mir unkompliziert ausgetauscht und einen neuen geschickt. Aber bei mir war dann der Bluetooth-Sensor kaputt. Und ich konnte mit keinem Handy, mit keinem Tablet eine Verbindung aufbauen. Und um die Kamera dann zurückzuschicken, musste ich einen ziemlichen Aufwand betreiben. Das heißt, ich habe dann mit dem Support diskutiert, ich musste ein Ticket schreiben. Und dann habe ich dann mit den Kamera geupdatet per Micro-SSD. Und dann haben wir immer noch festgestellt, es geht nicht. Und dann musste ich ein Video aufnehmen, wie ich mit der GoPro versuche, Verbindung mit meinem Handy zu bekommen. Oder umgekehrt, ne? Und das musste ich dann irgendwie denen zukommen lassen. Das ist natürlich auch wieder ein Mehraufwand. Und ich bin der Meinung, unkomplizierter Austausch schaut anders aus, ne? Auch noch ein kurzes Wort zur App, zur Quick App. Ich persönlich finde die Quick App ziemlicher Müll. Sie wird zwar besser, aber vor einer Kamera, die so viel Geld kostet, erwarte ich deutlich mehr vor einer App. Ne? In diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Macht's gut.